Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Ich möchte mit der Sitzung fortfahren. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 50, Antrag der Fraktion der FDP betreffend nächste Stufe Hessen, Gründung einer Agentur für radikale Innovation und digitale Freiheitszonen, Drucksache 19/6671. Er wird aufgerufen mit Top 77, dem Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend Landesregierung hat Kurs auf Innovation gesetzt, Drucksache 19/6701. Die vereinbarte Redezeit beträgt 10 Minuten. Kollege Lenders von der FDP-Fraktion hat sich zu Wort gemeldet. Bitte schön, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Innovationen sind die Grundlage für Wachstum und Beschäftigung. Sie machen unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft attraktiv und wettbewerbsfähig. Innovationen sichern unseren Wohlstand, und sie sichern unsere Zukunft. Deshalb bemühen sich alle Regionen und Länder im globalen Wettbewerb um Innovationen. Entscheidend ist es daher, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen. Dabei sind Wettbewerb und Markt von zentraler Bedeutung. China ist das beste Beispiel. Binnen weniger Jahrzehnte hat sich das Riesenreich von einem Entwicklungsland zu einer Hightech-Nation entwickelt. Vor allem von den Sonderwirtschaftszonen ging eine extreme wirtschaftliche Dynamik aus. Denn hier galten nicht die Gesetze der kommunistischen Planwirtschaft, sondern Markt, Wettbewerb und Investitionssicherheit. Chinas Wirtschaft wuchs in den letzten 10 Jahren in jedem Jahr zwischen 6 und 12 % dramatisch schneller als Deutschland oder Europa. Seit 1998 hat sich das chinesische Bruttosozialprodukt pro Kopf von $830 auf über $10.000 mehr als verzehnfacht. Die Digitalisierung des Alltages in China ist weit vorangeschritten. 730 Millionen Menschen waren Ende 2016 mit Handys, Tablets oder Computern online. 470 Millionen haben bargeldlos eingekauft. Und genauso wie die amerikanischen Tech-Giganten Google, Amazon, Facebook drängen nun chinesische Unternehmen nach Deutschland. Maschinelles Lernen, Deutschland und Hessen müssen in diesem Bereich aufholen. Deutschland fällt bei den Zukunftsthemen wie maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz zurück. Die aktuelle Studie des Fraunhofer-Instituts sagt, 73 % der weltweiten Patente im Bereich künstliche Intelligenz stammen aus China, USA und Südkorea. Meine Damen und Herren, damit sind beispielsweise Formen der automatisierten Sprachverarbeitung, Bildanalyse und medizinische Diagnostik verbunden. In Deutschland bilden im Bereich künstliche Intelligenz Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Niedersachsen und Berlin die Spitzengruppe. Hessen landet im Mittelfeld. Hessen fällt zurück. Auch die IW-Studie zum Wirtschaftsstandort Hessen hat gezeigt, im europäischen Investitionsindex ist Hessen von Platz 7 auf Platz 10 zurückgefallen. Im Bereich der Start-ups und Gründer bestenfalls Mittelmaß. Hier spielt die Musik in Berlin, München, Hamburg und Nordrhein-Westfalen. Auch im KfW-Gründungsmonitor 2018 rutschte Hessen im Bundesvergleich runter. Bei der innovationsaffinen Neugründung liegt Thüringen auf Platz 1. Hessen ist unter dem Bundesdurchschnitt. Schauen Sie sich die Zahlen der Patentanmeldungen an. Hier rangiert Hessen mit 63 Anmeldungen auf 100.000 Beschäftigte weit unter dem Bundesdurchschnitt, der doppelt so hoch ist. Bei Digitalisierungspatenten liegt Hessen sogar nur auf Platz 9 im Bundesvergleich. Die Liste der Mittelmäßigkeit ließe sich noch weiter fortsetzen. Meine Damen und Herren, diese Landesregierung, schreiben die Fachleute im Stammbuch, tut endlich mehr für Innovationen, Digitalisierung und Gründer. Statt sich die Zahlen schön zu reden, wie es die Landesregierung tut, brauchen wir jetzt den Mut und die Bereitschaft, im Bereich von Digitalisierung und Investitionen wirklich anzupacken. Herr Kollege Rock,
Herr Kollege Linders, lassen Sie eine Frage zu von Herrn Kollegen Rock? Ja, natürlich. Herr Abgeordneter Lenders, wie finden Sie das eigentlich, dass bei so einem wichtigen Digitalisierung- und wirtschaftspolitischen Thema weder der Staatssekretär, der Wirtschaftsminister noch Teile der Regierung hier anwesend sind? Meine Damen und Herren, wir fordern deshalb, neue Instrumente der Innovationsförderung einzusetzen. Wenn Sie jetzt nicht auch noch die ganze Zeit dazwischen quatschen, Herr Schwarz, dann wäre es noch schöner. Wir wollen eine landeseigene Agentur für radikale Innovationen, die ganz gezielt Sprunginnovationen fördern soll. Sprunginnovationen bezeichnen eine komplette neue Technologie bzw. Idee, die auf eine vollkommen neue Art Probleme löst bzw. zu einer neuen, bisherigen unbekannten Entwicklungsstufe springt. Sprunginnovationen entstehen häufig, wenn experimentell agiert wird und neue, unerprobte Methoden zur Prototypenentwicklung genutzt werden. Beispiele sind die Entstehung des Internets als neue Basistechnologie oder das iPhone mit dem dazugehörigen Ökosystem als neuem Geschäftsmodell. Sprunginnovationen, meine Damen und Herren, werden von etablierten Unternehmen in der Regel nicht verfolgt, weil sie die eigenen Strategie des bestehenden Geschäftsmodells infrage stellen. Auch im historischen Vergleich sehen wir, wie bedeutend Sprunginnovationen waren. Die Entwicklung synthetischer Farbstoffe war für Hessens Wirtschaft eine herausragende Sprunginnovation. Noch heute sind 10.000 Menschen in den Industrieparks von Höchst und Kalle beschäftigt. Ohne die Farbenchemie, aus der die forschenden Pharmaindustrie hervorging, wären hier nie so erfolgreiche Industriestandorte entstanden. In Amerika hat nach dem Sputnik-Schock Präsident Eisenhower 1958 reagiert. Und die Resultate kennen Sie alle. Etwa 200 Mitarbeiter verantworten hier 3 Milliarden Dollar Budget. Die Agentur hat unter anderem federführend bei der Entwicklung von Technologien wie dem Navigationssystem GPS, den autonomen fahrenden Fahrzeugen sowie bei der Entwicklung von Spracherkennungssoftware, Computerchips und anderen mitgewirkt. Meine Damen und Herren, in Großbritannien gibt es eine industrielle Strategie, und in der Schweiz ist es genauso und in Schweden ebenfalls. Meine Damen und Herren, das sind Einrichtungen, die besonderen Fokus auf Sprunginnovationen legen. Und bevor mir jetzt gleich dann wieder als Kritik vorgehalten wird, man wolle ja nur irgendwelche neuen Einrichtungen schaffen, kann ich sagen, wir haben solch eine Einrichtung mit der Hessen-Agentur. Lassen Sie uns umbauen zu einer tatsächlichen Agentur für Sprungtechnologie. Meine Damen und Herren, im Koalitionsvertrag haben Union und SPD sich bereits für eine Agentur für disruptive Innovationen, Cybersicherheit und Schlüsseltechnologien ausgesprochen, die beim Verteidigungs- und beim Innenministerium angesiedelt werden soll. Meine Damen und Herren, Hessen unter die Top 5 der innovativsten Regionen Europas zu bringen, das wollen wir erreichen. Das ist unser Ziel. Heute liegen wir irgendwo bei Platz 10. Die Tendenz ist abwärts. Doch dazu müssen wir mehr tun, wenn wir das bei den anderen Bundesländern wieder Anschluss finden wollen und mit anderen Regionen wieder gleichziehen wollen. Deshalb fordern wir die Einrichtung der Agentur für radikale Innovationen, um deutschlandweit eine Vorreiterrolle einzunehmen. Wir wollen die Ersten sein, die so etwas machen. Durch Wettbewerbe mit Staat- und Preisgeldern wollen wir gezielt die Entwicklung von Schlüsseltechnologien unterstützen und kreative Köpfe und Ingenieure nach Hessen holen. Wir setzen auf schmale Strukturen, die den etablierten Förderprogrammen nichts wegnehmen, sondern oben drauf ankommen sollen. Wir setzen darauf, dass im Rahmen der Wettbewerbe Sponsoren und Kooperationspartner aus der ganzen Welt gewonnen werden können und damit auch der finanzielle Hebel noch viel größer wird. Die Agentur muss ein großes Maß an politischer Unabhängigkeit haben und soll sehr weitgehend Freiheiten und absolute Flexibilität beim Management ihrer Programme erhalten. Wir haben in Hessen
Beim Thema wie Cybersicherheit, Blockchain, Luft- und Raumfahrt, Robotik und Biotechnologie große Potenziale, und wir wollen diese Potenziale auch entfesseln. Meine Damen und Herren, ein weiteres Instrument zur Stärkung der Innovationskraft in Hessen ist die Einrichtung digitaler Freiheitszonen für Start-ups und technologieorientierten Gründungen. Hier kommt es auf jeden Monat Entwicklungsarbeit an. Wir wollen, dass sich Start-ups auf ihre Ideen, die Entwicklung von Technologien konzentrieren können und nicht unnötig Zeit und Kraft mit Bürokratie verlieren. Große Unternehmen können solche Dinge regeln. Gründer können daran kaputt gehen. Digitale Freiheitszonen sind unsere Sonderwirtschaftszonen. Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Jawohl, Frau Präsidentin, ich komme zum Ende. Digitale Freiheitszonen sind unsere Sonderwirtschaftszonen, die mehr Freiheit und damit eine schnellere Entwicklung möglich machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Herr Kollege Hahn zur Geschäftsordnung. Frau Präsidentin, namens der FDP-Fraktion beantrage ich gemäß § 25 unserer gemeinsamen Geschäftsordnung, dass der Wirtschafts- und der Finanzminister zu dieser Beratung beigezogen wird. Die Begründung ist, wir halten es für mindestens ungehörig, auf alle Fälle nicht parlamentarisch, dass bis auf eben überhaupt kein Staatsminister, sondern nur Staatssekretäre anwesend sind. Nichts gegen Staatssekretäre, aber unsere Verfassung sagt genau, wer Mitglied des Kabinetts ist. Nein, Herr Windermann ist eben gerade erst gekommen, als der Redner derjenigen Partei, die hier das gesetzt hat, fertig geworden ist. Das ist nicht ordentlich. Und deshalb beantragen wir nach § 25, dass der Wirtschaftsminister und der Finanzminister jetzt hierher kommen. Herr Kollege Hahn, ich glaube, Ihr Wunsch ist schon erfüllt worden. Wir brauchen gar nicht mehr darüber abzustimmen. Der Wirtschaftsminister ist unter uns. So, dann können wir weitermachen. Dann rufe ich auf, dann bitte ich Frau Kollegin Kinkel von Bündnis 90 Die Grünen zu uns ans Pult. Sie haben jetzt das Wort. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Die Arbeitswelt und die Wirtschaft stehen vor immensen Veränderungen. Vielen Dank. Globalisierte Wirtschaftsströme haben wir auf der einen Seite und auf der anderen Seite immer zunehmend unsichere Rahmenbedingungen in vielen Staaten der Erde. Und deshalb ist es für Unternehmen, für die hessische Wirtschaft. Bitte ein wenig mehr Ruhe. Und für die Arbeitnehmerinnen und die Arbeitnehmer von hoher Bedeutung, dass Innovationen auch in Zukunft eine Grundlage für die hessische Wirtschaftskraft sind. Und natürlich brauchen wir Innovationen dringend, um der Klimakrise zu begegnen, um die Energiewende zu gestalten und um die Verkehrswende zu erreichen. Kurz gesagt, der Schlüssel, um die Herausforderungen von heute zu begegnen, sind gute Ideen. Und deshalb finde ich es außerordentlich gut, dass wir hier auf Initiative der FDP über das Thema Innovationsförderung sprechen. Allerdings erwarte ich schon, dass, wenn man so ein Thema auf die Tagesordnung setzt, dass man sich dann auch anschaut, was bereits existiert, anstatt zusammenhangslos die Schaffung einer neuen Agentur zu fordern. Wie sieht es also in Hessen aus in Sachen Innovationsförderung? Wir haben z.B. die klassische Innovationsförderung, die durch die Hessenagentur und die WIBank übernommen wird. Und dabei geht es nicht nur um die Förderung von innovativen Projekten, sondern die Hessenagentur berät auch im Vorfeld zu fachlichen Fragen, diskutiert die Projektidee und prüft die Ausrichtung, die inhaltliche der Ideen. Schwerpunkte dieser Förderung sind Technologie, CO2-Reduktion und Digitalisierung. Und daneben gibt es weitere Angebote für junge Unternehmen und für innovative Geschäftsmodelle.
z. B. um den Zugang zu Kapital zu ermöglichen, ein sehr wichtiger Punkt für junge Start-ups, die je nachdem, in welcher Unternehmensphase sie sich befinden, unterschiedlich hohe Kapitalanforderungen haben. Um dieses zu ermöglichen, haben wir z. B. den Future Venture Fonds gegründet, ein Fonds, der sich zur Hälfte durch private Sponsoren und zur anderen Hälfte des Landes speist. Und in der Wachstumsphase, in der viele Start-up-Unternehmen hohe Kreditanforderungen haben, können sie den Innovationskredit Hessen in Anspruch nehmen. Wichtig ist aber nicht nur der Zugang zum Kapital, sondern auch Vernetzungs- und Kooperationsstrukturen. Und hier hat sich in den letzten Jahren Hessen und insbesondere die Region Frankfurt-Rhein-Main mit Unterstützung der Landesregierung hervorragend entwickelt. Mit dem Cluster Technologieland Hessen wurden alle relevanten Akteure zusammengeführt und die Innovationskraft in Hessen gestärkt. Und auch die sogenannten Houses of sind wichtige Vernetzungsstrukturen. Vor diesem Hintergrund gibt es z. B. das House of Finance, das House of IT, House of Energy und so weiter. Die FDP fordert jetzt ein weiteres House of Production, um die Kompetenzen in dem Bereich Fabrik 4.0 zu bündeln. Aber auch da frage ich mich, warum Sie nicht einfach mal sich informiert haben, was wir in Hessen bereits haben. Nämlich das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum beschäftigt sich exakt mit diesen Themen, nämlich die Vernetzung von bestehenden Produktionsprozessen in kleinen und mittleren Unternehmen und deren Auswirkungen vor dem Hintergrund der Digitalisierung und forscht über neue Ansätze von Industrie 4.0, was übrigens eine riesige Chance ist, um das Thema Ressourceneffizienz und Unabhängigkeit der Ressourcenströme weiter voranzubringen. Dafür hätten Sie einfach nur die Stichpunkte Fabrik 4.0 und Hessen in eine der Internetsuchmaschinen eingeben müssen. Und eine der ersten Ergebnisse wäre das Mittelstandskompetenzzentrum gewesen. Ein weiterer Punkt ist mir im Zusammenhang mit der Gründungsförderung wichtig. Wir müssen viel mehr daran arbeiten, dass die Menschen wieder Lust zum Gründen und zur Selbstständigkeit haben und vor allem, dass sie keine Angst davor haben, zu scheitern. Denn das ist eines der größten Hemmnisse, die Gründung verhindern, wie auch der Start-up-Monitor bestätigt hat. Fast die Hälfte der gründungsaffinen Menschen geben an, dass sie die Angst vorm Scheitern von einer Unternehmensgründung abhalten würde. Und deshalb müssen wir daran arbeiten, dass die Toleranz der Gesellschaft gegenüber Fehlern und gegenüber auch unternehmerischem Scheitern wächst. Sehr geehrte Damen und Herren, Grundlage für technologieaffine Innovationen und Patente ist eine leistungsfähige digitale Infrastruktur. Glasfasern sind nicht nur die Autobahn von morgen, sondern schon von heute. Aber auch da kann die Landesregierung Erfolge hervorweisen. Wir sind auf Platz 3 der Flächenländer, was die Breitbandversorgung angeht. Und wir sind auf dem guten Weg, bis 2030 ein mit Gigabit versorgtes Land zu sein. Und damit auch die Mobilfunkabdeckung gestärkt wird, nimmt die Landesregierung hierfür in den nächsten Jahren 50 Millionen € in die Hand. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe FDP, und weil Sie sich in den letzten Tagen so über den einberufenen Rat für Digitalethik lustig gemacht haben, lassen Sie mich dazu noch etwas sagen. Sie in Ihrer Pressemitteilung. Die Digitalisierung verändert unsere Gesellschaft drastisch. Nicht nur die Art und Weise, wie wir wirtschaften und was die Arbeitsplätze angeht, sondern auch unser Zusammenleben und die Gesellschaft insgesamt. Digitalisierung bringt auch immense Chancen. Wir müssen sie eben nur richtig steuern. In einer der größten Umfragen, die zu dem Thema Big Data in Deutschland vom Vodafone-Institut durchgeführt wurde, gaben die Hälfte aller Befragten an, dass sie das Phänomen Big Data in diesem Phänomen mehr Nachteile als Vorteile erkennen. Das ist ganz eindeutig ein Zeichen dafür, dass viele Menschen verunsichert sind, dass sie Sorgen haben als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um ihre Arbeitsplätze, als Kundinnen um ihre Daten oder eben als Privatpersonen. Und diese ethische Dimension der Digitalisierung und das Leben und das Arbeiten 4.0 müssen wir mitdiskutieren und müssen wir mitdenken. Und wenn Sie sich dann tatsächlich noch über den einberufenen Rat für Digitalethik lustig machen, dann haben Sie wirklich nicht verstanden, was die Menschen in Hessen wirklich bewegt. Und zum Schluss
möchte ich noch auf einen letzten wichtigen Punkt eingehen, den ich auch an anderer Stelle schon gesagt habe. Unternehmen brauchen verlässliche Rahmenbedingungen, brauchen Planungssicherheit durch die politischen Vorgaben. Und die Unternehmen können sich darauf verlassen, dass wir heute den Wert darauf legen, dass Ökonomie und Ökologie in Ausgleich gebracht wird und dass wir das auch morgen noch tun. Und dass es sich lohnt, in erneuerbare Energien zu investieren, in Ressourceneffizienz, in Energieeffizienz, weil das auch zukünftig wichtige Faktoren hessischer Wirtschaftspolitik sind. Mit uns gibt es kein rein in die Kartoffeln, raus in die Kartoffeln, sondern einen klaren Kurs für eine ökologische Wirtschaftspolitik. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Kinkel. Als nächster Redner spricht nun Kollege Möller von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, vielen Dank. Auch wenn Sie es mal nicht wiederholt, möchte ich auch vorweg betonen, dass es gut ist, dass wir uns mal etwas Zeit nehmen, damit zu befassen, was in Hessen bereits getan wird, welche Erfolge wir bereits haben, und gleichzeitig darauf hinweisen, dass es nicht selbstverständlich ist, wo Hessen heute im Ranking der Bundesländer steht. Wir sind uns sicherlich einig, dass wir als Bundesland innerhalb und unterhalb der Bundesländer eine recht gute Position haben, mit dem Rhein-Main-Gebiet zusammen sicherlich zu einer der stärksten Regionen Europas gehören. Grundlage dafür ist nicht nur eine gute Ausbildung und eine Vielzahl mutiger Unternehmer, innovativer Unternehmungen und Forschung und Ideen, sondern schlichtweg auch die Grundlage der Überlegung, dass wir etwas machen müssen, um die Weichen zu stellen, dass Hessen auch in Zukunft so gut dasteht. Wir sind offensichtlich ein Land mit klugen Köpfen, voller guter Ideen. Und die Herausforderung, die wir heute auch anlässlich des Antrags der FDP mal diskutieren, ist tatsächlich, wo wir bereits stehen und wo wir hin müssen. Und es ist in den vergangenen Jahren schon recht viel getan worden. Ein Teil hat meine Vorrednerin dankenswerterweise schon angesprochen. Ich möchte mal das herausgreifen, was man noch ergänzen kann, beziehungsweise auch die Punkte, die in dem FDP-Antrag gefordert werden. Zu der Systematik von Forschungs- und Vernetzungsstrukturen unter dem Oberbegriff House of ist bereits etwas gesagt worden. Für IT, Finance, Logistics, Energie, Pharma wie auch andere Sachen wird hier bereits wichtige Grundlagenforschung gelegt und Grundsteine gelegt für den Erfolg des Landes. Wir haben zudem eine Bündelung von Kompetenzen. Wir haben mit Technologieland Hessen genau das gemacht, was wir als notwendig erachten, um die verschiedenen Möglichkeiten und Kompetenzen zusammenzuführen. In den Bereichen Biotechnologie, Nanotechnologie, IT, Umwelttechnik und die Clusterbetreuung wird hier meines Erachtens schon sehr viel getan, um die hessische Wirtschaft zu unterstützen, auch bei der Vermarktung und Anwendung von Schlüssel- und Zukunftstechnologien. Zudem wird natürlich auch dem Unternehmen eine Beteiligung angeboten, sich an Förderangeboten entsprechend zu beteiligen. Wir haben diverse Finanzierungsmöglichkeiten auf den Weg gebracht. Zwei wurden bereits erwähnt, eins weiteres möchte ich noch hinzufügen. Wir haben die Mikrodarlehen, also recht überschaubare Summen von 3.000 bis 25.000 € zu einem recht unbürokratischen Möglichkeit geschaffen, zu einem Zeitpunkt, wo klassische Hausbanken noch eher zurückhaltend reagieren. Hiermit werden Gründer und Unternehmen mit Wagniskapital ausgestattet. Wir haben verschiedene diverse Fonds, die bis hin zu in Form von stillen Beteiligungen sich an ein Engagement anheften können. Wir haben das neu konzipierte Innovationskredit Hessen-Programm mit bis zu 7 Millionen € über die Hausbank finanziert. Wir haben den eben angesprochenen Future Venture Fonds mit bis zu 20 Millionen € Unterstützung für einzelne Firmen und Unternehmen. Was wir allerdings bisher noch nicht angesprochen haben, und das ist für mich, finde ich, mit der entscheidendste Punkt, den wir als Hessen leisten können, das ist unser LOEWE-Forschungsförderungsprogramm. Das kam leider bisher noch nicht zur Sprache. Wenn Sie allerdings in den Hochschulen, ob Universitäten oder Fachhochschulen unterwegs sind, werden Sie fast keinen Punkt haben, wo nicht irgendjemand dieses Programm lobend erwähnt. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, die dort in den letzten Jahren mobilisiert und bereitgestellt wurden, spricht das eigentlich für sich. In den Jahren 2008 bis 2017 wurden rund 730 Millionen € zur Verfügung gestellt. Nimmt man noch das Jahr 2018 und 2019 hinzu, kämen weitere 130 Millionen € dabei. Dazu kommen aber noch die Drittmittel, die initiiert werden, und die laufen sich noch einmal auf über 900 Millionen €. Insgesamt also stehen bei dem Punkt Forschung und Entwicklung in Hessen 1,8 Milliarden € seit vielen Jahren bereit. Das ist meiner Kenntnis nach bundesweit einmalig
Und ob es so etwas in anderen Ländern gibt, in dieser Kontinuität, wage ich auch zu bezweifeln. Wenn man sich die Ergebnisse anguckt, die allein durch dieses Programm initiiert werden, dann sprechen wir von 260 Verbundvorhaben mit über 800 Partnern. Das ist flächendeckend. Und hier spielen alle eine Rolle, Hochschulen, Unternehmen, Forschungseinrichtungen bis hin zu Gebietskörperschaften. Das bedeutet, wir verankern Forschung, Entwicklung und Technologie im gesamten Land flächendeckend. Und ich finde, das ist die richtige Antwort auf die Frage, wie wir heute etwas unternehmen können, damit Hessen auch in Zukunft stark bleibt. Zu der Übertragungskommunikationsstärke von 50 Mbit und zu dem Mobilfunkprogramm wurde bereits etwas gesagt. Ich möchte aber eines betonen, und ich begrüße, dass die Rede vom Kollegen Lenders eben etwas abweicht von der Pressemitteilung von gestern. Die war nämlich etwas grober, muss ich mal ehrlich sagen. Heute war es sehr viel dezidierter und auch sehr zielorientierter. Denn wer dem Land vorwirft, es würde nichts passieren, der spricht nicht ganz die Wahrheit. Wenn Sie sagen, wir brauchen neue Vorschläge, wir wollen das Ganze ergänzen, was es schon gibt, dann kommen wir relativ schnell zueinander. Und dann komme ich auch zu Ihrem Antrag, wo Sie ja einzelne Sachen vorschlagen. Sie schlagen vor, ein Tech-Quartier zu gründen. Das ist eine super Idee. Im November 2016 wurde ein solches in Frankfurt gegründet. Und wenn Sie sich das anschauen, und das lässt sich im Internet wunderbar auch verfolgen, ist sogar ein Flyer zu sehen, mit welchen Programmen die aufwarten können. 3.500 Quadratmeter steht dort Gründern zur Verfügung. Ein zweiter Standort soll noch im September eröffnet werden, dann für Green Tech, für Clean Tech und anderes. Die Entwicklung eines Masterplans in diesem Tech-Quartier umfasst ungefähr 20 Einzelmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rund 20 Millionen Euro. Warum erwähne ich das? Weil ein Teil der Vorschläge genau in Ihren Antrag hineingreift. Es wird nämlich genau dort auch weiter hinterfragt, wie man diese digitalen Freiheitszonen, die Sie ja auch wünschen, tatsächlich umsetzen und einführen kann. Als Spin-off Experimentierräume, niederschwellig, niedrige bürokratische Vorgaben, damit Gründer hier erst einmal anfangen können zu arbeiten. Sie sehen also, an manchen Punkten ist Hessen bereits aufgestellt. Und ich muss tatsächlich wiederholen, ein bisschen mehr Recherche an manchen Punkten hätte vielleicht die Fragestellung anders ausfallen lassen. Sie werden nicht überrascht sein, dass ich bei Ihrem Begriff Agentur für radikale Innovation etwas überrascht war, das von der FDP zu hören. So radikal wirken Sie gar nicht. Sie orientieren sich ein bisschen hier an dieser Defense Advanced Research Projects Agency in Amerika, richtig? So habe ich das zumindest verstanden. Ob wir das vergleichen können, wage ich zu bezweifeln. Diese Agentur hat in Amerika allein 3,2 Milliarden Dollar Volumen. Das ist eine etwas andere Liga als Hessen. Zum Zweiten muss man auch wissen, diese Agentur hat gar keine eigenen Kapazitäten, sondern die lotet Wettbewerber aus, teilweise politisch initiiert, sehr viel Zusammenarbeit und Bündelung aus universitären Kapazitäten und militärischen Zielrichtungen. Ob Sie das wirklich auf Hessen übertragen wollen, da habe ich meine Zweifel. Was allerdings richtig ist, ist die Frage, ob man mit Wettbewerbsmodellen punktuell etwas aus den klugen Köpfen quasi herausreizen könnte. Aber auch dort ist das, was wir in Frankfurt haben, bereits geschehen. Auch dort diskutiert man das bereits, und auch dort sind wir bereits auf einem guten Wege. Meine Damen und Herren von der FDP, ich finde das prima, dass Sie einen Antrag gestellt haben. So können wir das Thema heute mal ein bisschen besprechen. Ich stelle aber auch fest, dass Sie von den 4 Vorschlägen, die Sie in Ihrem Antrag formuliert haben, 3 bereits umgesetzt sind, und eins ist mit Industrie 4.0 ebenfalls in Arbeit. Die Frage wäre also, muss man das in dieser Art und Weise hier heute überhaupt bereden? Im Ergebnis möchte ich eins festhalten. Die Landesregierung ist seit Jahren in dem Bereich gut aufgestellt, unterwegs, und das gesamte Programm entwickelt sich auch. Es ist ein dynamischer Prozess, der bereits im vergangenen Jahr rund 1.900 Arbeitsplätze hervorgebracht hat. Das sind immerhin 400 mehr als im Vorjahr. Durch die Förderprogramme und Förderangebote, die wir haben, ist eine Investitionssumme von etwa 470 Millionen Euro initiiert worden. Es konnten 1.000 Vorhaben gefördert werden mit gemeinsam ungefähr 18.000 Arbeitsplätzen. Auch das, finde ich, ist ein Erfolg und genau das Gegenteil von dem, was Sie gestern in der Pressemitteilung verlaut haben lassen. Mit 132 Gründungen, Gründern je 1.000 Einwohner liegt Hessen tatsächlich auf Platz 4. Da können wir uns mit sehen lassen. Meine Damen und Herren, es ist sicherlich richtig, dass wir uns fortwährend mit der Thematik auseinandersetzen. Ob wir uns mit China oder mit amerikanischen Modellen vergleichen müssen als Hessen, da habe ich meine Zweifel. Aber ich habe nicht meine Zweifel, dass Forschung und Technologie bei der Landesregierung in guten Händen ist
und dass man viel unternommen hat und weiterhin viel machen wird, damit Hessen auch in Zukunft eine gute Perspektive hat. Oder anders ausgedrückt, wir arbeiten täglich, damit Hessen stark bleibt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Möller. Das war die erste Rede in der 19. Wahlperiode. Aber Herr Kollege Möller ist kein Neuling. Ich habe leider in meinen Unterlagen diese Aussage gefunden. Aber ich weiß ja, Sie sind kein Neuling, Herr Möller. Wir kennen Sie aus zwei weiteren Wahlperioden. Vielen Dank. So, machen wir weiter. Jetzt rufe ich auf unseren Kollegen Eckert von der SPD-Fraktion. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Offensichtlich ist aus dem Herrn Müller ein Herr Müller geworden. Aber der war auch gestern schon dran. Aber trotz allem ist es richtig und wichtig, dass wir uns hier im Hessischen Landtag darüber unterhalten, mit welchen Strategien wir die wirtschaftliche Dynamik in unserem Bundesland für ein wirtschaftlich starkes Hessen von morgen befördern, unterstützen und auch das ein oder andere Potenzial, was da in diesem Land auch noch schlummert, herauszukitzeln. Aber wenn es sozusagen ja noch einmal bei allem, was die beiden Vorredner hier auch vieles erzählt haben, was passiert, lässt sich doch der Punkt nicht wegdiskutieren. Bei der Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft, wenn da deutlich gemacht wird, dass der Abstand in der wirtschaftlichen Dynamik von Hessen zu Bayern und Baden-Württemberg in allen Kerngrößen zur Bewertung des Wirtschaftsstandortes immer größer wird, meine Damen und Herren. Das lässt sich doch nicht wegdiskutieren. Und wenn Sie damit zufrieden sind, dass dieses Land in der Mitte unserer Republik im Mittelfeld bei der wirtschaftlichen Dynamik liegt, dann ist das Ihr Thema. Unsere Vorstellung ist eine andere. Und deswegen ist es richtig, dass wir darüber diskutieren, meine Damen und Herren. Der Europäische Innovationsindex zeigt deutlich auf, von Platz 7 auf Platz 10 zurückgefallen. Die Fragen von Patentanmeldungen, wenn wir uns das Jahr 2000 anschauen, mit 4.818 auf das Jahr 2017 mit 1.925 verschlechtert, könnten Sie jetzt viele Gründe sagen, warum das global und warum auch immer sich überall so darstellt. Aber nein, in Baden-Württemberg, in Bayern, in Nordrhein-Westfalen ist auf unterschiedlichem Niveau jeweils diese Zahl stabil geblieben. Über die ganzen Jahre. Diesen Einbruch, den Sie in Hessen zu verzeichnen haben, über die Dauer Ihrer Regierungszeit, den gibt es in diesen Ländern nicht. Und deswegen ist es sehr wohl ein hessisches Thema, was wir in Hessen dafür tun können, meine Damen und Herren. Und wenn die Koalitionsfraktionen dann in ihrem Antrag schreiben, ja, wir setzen sozusagen klar auf Innovationen und treiben dieses Land voran, wenn Sie jetzt dann daneben 2015 auf 2017 die kleine Steigerung der Patentanmeldungen und auf dem Niveau sozusagen der Fortschritt anhält, dann braucht es auch nur noch 152 Jahre, bis wir wieder auf dem Stand von 2000 sind. Sie merken, meine Damen und Herren, der Fortschritt mag eine Schnecke sein, aber sie muss nicht so verdammt langsam sein, wie Sie das im Moment in Hessen haben. Und ob man dann, meine Damen und Herren, über staatliche Agenturen diskutieren muss, sei einmal dahingestellt. Aber was ich natürlich in der Tat sehr spannend finde, ist in der Frage, wie wir unsere Wirtschaftsförderinstrumente in diesem Land aufstellen, die Frage auch wirklich einer kritischen Überprüfung der Hessenagentur und aller Varianten, wie wir arbeiten, wie wir versuchen, Wirtschaftsförderung zu betreiben. Das ist richtig und notwendig, weil das ist das, was wir in den letzten Jahren Ihnen hier auch immer und immer wieder beschrieben haben. Wir brauchen eine kritische Evaluation unserer Instrumente, denn am Ende wollen wir eine effiziente Unterstützung unserer Wirtschaft. Und da habe ich ehrlicherweise ein wenig Bedenken, ob einfach immer nur noch zusätzlich Aufgaben der Hessenagentur vor die Füße zu kippen. Das ist vielleicht nicht immer der richtige Weg, sondern lassen Sie uns eher den Weg gehen, das richtig ins Detail zu gehen und zu überprüfen, was ist richtig, was ist notwendig und was können andere vielleicht sogar besser machen, meine Damen und Herren. Und deswegen habe ich einen Punkt aber vermisst in der ganzen Debatte. Wenn wir in der Frage von Steigerung und Förderung von wirtschaftlicher Dynamik, der Unterstützung des Innovations-Know-hows gerade kleiner und mittelständischer Firmen in unserem Bundesland reden,
dann hat bisher noch kein Mensch auch den Blick in Richtung Bund gerichtet und gesagt, das Thema steuerliche Forschungsförderung ist ein richtiges, ein wichtiges und notwendiges. Und ehrlicherweise, ich bin froh, dass das auch jetzt im Koalitionsvertrag auf Bundesebene so beschrieben ist, in der Hoffnung, vorher hat es der Finanzminister ausgebremst, deswegen gibt es jetzt einen anderen Finanzminister und dass das jetzt auch richtig mit umgesetzt wird auf Bundesebene, weil das ist ein wirkliches Instrument zur Unterstützung der Innovationskraft unserer kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und deswegen ist die steuerliche Forschungsförderung ein wichtiges Instrument, meine Damen und Herren. Leider hat da bisher keiner darüber gesprochen, deswegen wollte ich es mit erwähnen. Und wenn eines der Hauptthemen für unser Bundesland ist, in der Frage der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung unseres Landes, dann reden wir über die Fachkräfte von morgen, die Frage von Ausbildung und Weiterbildung in die Menschen in unserem Land. Wie schaffen wir es, jenseits dieses technischen Innovationsbegriffs, über den Sie bisher alle gesprochen haben, das Know-how in die Köpfe unserer Menschen zu bekommen? Da fehlt mir in allen Anträgen eigentlich jeweils ein Ansatz. Und deswegen sei es auch an dieser Stelle, ich habe es von diesem Pult schon ein, zwei Mal erwähnt, noch einmal unser Papier in der Frage von Ausbildung garantiert beschrieben, wo wir Ihnen aufzeigen, was wir alles tun müssen, um Menschen in der Ausbildung und in der beruflichen Weiterbildung die Instrumente zukommen zu lassen. Denn nur kluge Innovationen sind in diesem Land möglich, wenn es kluge Köpfe machen. Und darum, meine Damen und Herren, sollten wir reden, damit Innovationen auch in diesem Lande vorankommen. Und ja, da haben Sie das auch völlig zu Recht beschrieben, die große Frage der Gestaltung der Digitalisierung, die Veränderung von Digitalisierung für unseren Wirtschaftsstandort. All das haben wir auch hier an dieser Stelle immer wieder diskutiert. Aber wenn ich nicht weiß, wie sozusagen spezifische Veränderungsinstrumente bei uns in Hessen wirken, dann kann ich natürlich auch landespolitisch nicht dagegenhalten. Und deswegen auch an dieser Stelle wieder einmal, es wäre wichtig und notwendig, tatsächlich auf den Wirtschaftsstandort Hessen das Thema zu lenken mit einer Studie zum Thema, welche Auswirkungen Digitalisierung auf Beschäftigung und Arbeit, auf Wirtschaft in diesem Bundesland hat, weil nur dann kann ich die richtigen Schlüsse ziehen, um sie aktiv zu gestalten, meine Damen und Herren. Aber es ist natürlich ein Infrastrukturthema für uns. Es ist auch ein großes Infrastrukturthema. Und auch dort hat die zu Anfang erwähnte Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft Ihnen deutlich gemacht, auch Umfragen der VAU, die immer wieder sagen, wie viele Unternehmerinnen und Unternehmer in diesem Land genau das beschreiben, dass sie in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung in diesem Land daran gehindert sind, weil wir schlechte Infrastrukturvoraussetzungen haben, weil Telekommunikationsinfrastruktur ihnen nicht in dem Maße zur Verfügung steht, wie sie es brauchen, um tatsächlich sich so zu entfalten und weiterzuentwickeln, wie sie es eigentlich könnten von ihrem Geschäftsmodell. Und deswegen, wenn wir über Innovationen und wirtschaftliche Dynamik reden, deswegen lassen Sie uns diesen Punkt gemeinsam anpacken, klar auf das Thema Glasfaser im gesamten Land setzen. Ich freue mich, dass nach und nach die Landesregierung ja jetzt auch auf dieses Thema gekommen ist, damit wir wirklich eine Infrastruktur von morgen für die Wirtschaft von morgen hier in unserem Bundesland auch erarbeiten können, meine Damen und Herren. Und auch das Thema Start-ups, es wurde immer mal wieder angesprochen. Auch da, meine lieben Kolleginnen und Kollegen aus der Regierungskoalition, es lässt sich doch nicht leugnen, dass es diverse Vergleichsstudien gibt, bei der uns immer wieder gesagt wird, was für tolle Voraussetzungen wir eigentlich in Hessen haben und was wir so Tolles machen könnten, wenn das Land Hessen die richtigen Instrumente, andere und weitere dazufügen könnte, damit wir das Potenzial heben können, meine Damen und Herren. Und deswegen nicht einfach sagen, wir tun ja schon viel. Offensichtlich gibt es trotzdem Veränderungsbedarf. Und deswegen ist es richtig, wenn die FDP genau das auch mit anmahnt und sagt, da müssen wir mal einen Fokus drauf legen, ob wir unsere neuen Unternehmen entsprechend auch richtig und sinnvoll fördern, meine Damen und Herren. Aber bei aller Liebe zur Freiheit, am Ende lassen Sie uns auch gemeinsam das Thema Veränderung von Arbeit und Beschäftigung dank der Digitalisierung diskutieren. In der Frage, was kann auch das Bundesland Hessen in seinen Kompetenzen, in seinen
Möglichkeiten daran mitarbeiten, dass wir Arbeit im Interesse der Menschen so gestalten unter den Bedingungen der Digitalisierung, dass Gutes für die Menschen dabei herauskommt und Wirtschaft davon profitieren kann. Nur damit können wir Ängste nehmen, die Chancen betonen und gemeinsam weiterentwickeln. Deswegen ist es notwendig, unsere Instrumente zu nutzen, als Landesregierung auch auf Bundesebene aktiv zu werden in der Frage von Betriebsverfassungsrecht, damit Betriebsräte mitgestalten können in entsprechend digitaler Transformation, in der Frage auch, was unsere eigenen Beschäftigten im Land angeht. All diese Themen könnten wir sehr, sehr tief und durchgreifend diskutieren. Aber über fünf Jahre uns hier zu erzählen, mit den gesellschaftspolitischen Debatten haben wir eigentlich nichts zu tun, weil das macht der Bund. Ich könnte Ihnen meine großen Anfragen, die wir gestellt haben, teilweise wörtlich zitieren, wenn die Zeit dafür bliebe, damit Sie deutlich sehen, wo Sie immer wieder sagen, macht der Bund, machen andere und wir nicht. Und jetzt, kurz vor der Wahl, damit Sie auch irgendwie noch einmal in der Zeitung beistanden, dass Sie sich mit Digitalisierung beschäftigen, zeigt sich die gesamte Schlafmützigkeit dieser Landesregierung bei dem Thema. Rufen Sie jetzt Ihren Ethikrat hervor und sagen, da wollen wir drüber diskutieren. Super, sage ich da, hätten wir schon lange diskutieren können und auch wirklich aus Hessen Impulse zur Gestaltung gehen können. Das wäre richtig und notwendig. Sie sehen, es gibt einen großen Strauß von Themen, die wir beackern müssen, damit das wirtschaftlich starke Bundesland Hessen auch in Zukunft das ist, was wir uns wünschen, nämlich wirtschaftlich stark und sorgt für gute Arbeit für die Menschen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Eckert. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Wissler von der Fraktion Die Linke. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, ausgerechnet die FDP fordert eine staatliche Agentur für radikale Innovation. Beim Lesen des Antrags habe ich so ein bisschen gedacht, es klingt so ein bisschen wie das Amt für revolutionäre Angelegenheiten oder die Behörde für den Umsturz. Es klingt ein bisschen witzig, den Titel, den Sie sich da haben einfallen lassen. Aber ja, bevor wir über die Behörde reden, will ich ein bisschen was zu den Inhalten sagen, weil dank der FDP können wir ja heute mal im Landtag über Fortschritt sprechen. Und das ist bekanntlich ein Kernthema der LINKEN, ja, der Konservativen ganz sicher nicht. Ideen für radikale Innovationen, glauben Sie mir, haben wir jede Menge. Vorneweg, Innovationen geschehen. Und Innovationen sind immer Ausdruck einer menschlichen Weiterentwicklung, und sie sind per se erstmal nicht gut oder schlecht. Menschen sahen sich immer wieder Innovationen gegenüber, Innovationen, die ihr Leben schwieriger gemacht haben, die vielleicht neue Belastungen geschaffen haben, aber natürlich auch viele Innovationen, die das Leben besser machen, die die Gesundheit verbessern, die Mehrwerte liefern. Und diese Innovationen, die sind dann eben auch tatsächlich gesellschaftlicher Fortschritt. Und unser Fortschrittsbegriff, der Fortschrittsbegriff der LINKEN, ist einer, der natürlich auch immer die Frage nach Verteilungsgerechtigkeit und nach Teilhabe fördert, der besseren Lebensqualität mit guter Arbeit und Senkung des Ressourcenverbrauchs verknüpft. Also wir glauben, dass die Gewinnerzielungsabsichten eine schlechte Triebfeder sind, um diese Ziele zu erreichen, sondern dass der Gemeinnutzen immer an erster Stelle stehen sollte und man daran eben letztlich auch erkennen kann, ob eine Innovation wirklich auch ein gesellschaftlicher Fortschritt ist, ist natürlich schon die Frage, ob er möglichst vielen Menschen zugutekommt. Und wenn wir heute über Innovationen reden, dann geht es natürlich auch um die Frage der ganz konkreten Probleme, die vor uns liegen, also der sozial-ökologische Umbau der Gesellschaft. Dazu gehören neue Modelle der Energieversorgung, der Verkehrssysteme, da haben wir heute Morgen lange drüber gesprochen, aber auch von Bildung und Wissenschaft, der Gesundheitsversorgung, der Arbeitswelt, der Ernährung oder eben auch des privaten Konsums. Und private Wertschöpfung kann nicht, dabei nicht das Hauptziel verantwortlicher Innovationspolitik sein. Natürlich sollen Menschen auch wirtschaftlich profitieren, aber eben möglichst viele und nicht nur einige wenige.
Die Förderung strukturschwacher Regionen oder kleiner und mittlerer Unternehmen dient der Schaffung regionaler, ressourcenschonender Wirtschaftskreisläufe und zukunftssicherer Arbeitsplätze. Viele der Probleme, vor denen unsere Gesellschaft heute steht, insbesondere der Klimawandel, bedürfen zu ihrer Lösung einer Kombination aus einmal Verhaltensänderungen im sozialen System, aber eben auch neue Technologien. Und beispielsweise die notwendige Reduzierung unseres Energieverbrauchs kann natürlich ohne neue Technologien, aber auch ohne eine Umstellung unserer Lebens- und Arbeitsweise überhaupt nicht erreicht werden. Und gleichzeitig brauchen wir ein neues Energiesystem mit neuen Erzeugungs- und Speichertechnologie und intelligenter Vernetzung von Strom-, Verkehrs- und Wärmenetzen. Und bei aller Hoffnung, die es gibt auf den Fortschritt, und ich finde, gerade im Bereich von Energie und Verkehr gibt es ja wirklich da auch allen Anlass, oder, ja, allen Anlass, da auch hoffnungsvoll zu sein, dass man dort die Energiewende und die Verkehrswende hinbekommt, muss man natürlich aber auch einem blinden Technikoptimismus ein Stück weit vorbeugen und immer auch die Frage stellen, führt zum Beispiel die Digitalisierung und die steigende Effizienz zu mehr Wohlstand für alle bei weniger Arbeitszeit? Oder führt es eben dazu, dass viele Menschen ihre Arbeit verlieren und wenige Menschen letztlich davon profitieren? Die Frage ist, verdient nur noch Amazon am Einzelhandel, während die Innenstädte veröden? Sollen Lieferheld und Co. und wie sie alle heißen, 30% vom Verdienst des Pizzabäckers abgreifen? Was für Arbeitsverhältnisse haben scheinselbstständige Clickworker und Appworker und wie sie alle heißen, ob nun am heimischen Computer oder auf den Deliveroo-Fahrrädern? Das sind natürlich Fragen, auch, die mit den technischen Fortschritten zusammenhängen. Also, welche Leitplanken, welche Regulierungen ziehen wir ein? Und das ist auch gut, dass wir darüber heute diskutieren. Die Frage, ob z.B. ein Unternehmen wie Uber im nächsten Anlauf vielleicht doch unser ÖPNV-System schwächt und inwieweit nationale Regierungen oder eben in dem Fall ein Landesparlament den internationalen Konzernen überhaupt künftig noch etwas entgegensetzen können. Und natürlich auch positiv gefragt, können wir die Digitalisierung eben auch nutzen, um die Demokratie und die Mitbestimmung zu stärken. Und ich finde, dafür brauchen wir klare Regeln, dafür braucht man Leitplanken, die die Demokratie sich geben muss. Und die müssen wir neu diskutieren, weil es neue Themenfelder sind. Und es braucht zwingend auch die Beteiligung von Menschen, die von den Veränderungen betroffen sind. Um innovative und alternative wissenschaftliche Ansätze zu fördern, müssen Verbände, Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften und gemeinnützige private Forschungseinrichtungen als Produzentinnen und Produzenten von Wissen einen angemessenen Stellenwert in der staatlichen Förderpolitik bekommen. Und es gilt ebenso und ganz besonders für die Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen sowie die Hochschulen. Die Demokratie muss sich im Zweifelsfall entschlossen gegen die Profitinteressen von wenigen stemmen und das Gemeinwohl schützen und durchsetzen. Da bin ich mir nicht sicher, ob wir da die gleichen Vorstellungen haben wie die FDP mit den digitalen Freiheitszonen. Da bin ich, glaube ich, haben wir ein bisschen andere Ansichten darüber. Aber ohne, und davon bin ich überzeugt, ohne sinnvolle Regulierung wird eben am Ende aus der Innovation kein gesellschaftlicher Fortschritt werden. Und ich glaube, das muss ja der Kernpunkt sein, von dem wir ausgehen. Forschungspolitik darf nicht einfach Wirtschaftsförderung sein. Wir glauben, dass der Dreh- und Angelpunkt der Innovation starke und unabhängige hessische Hochschulen sein müssen. Die können mit der Wirtschaft zusammenarbeiten. Das ist auch sinnvoll an der einen oder anderen Stelle. Das kann für die Forschung und für die regionale Wirtschaft gleichermaßen wichtige Impulse geben. Aber die Forschung darf eben nicht abhängig werden von wirtschaftlichen Interessen. Und sie darf eben nicht die Wissenschaftsfreiheit ersetzen oder eben die Ziele alleine vorgeben. Denn nur eine unabhängige Forschung kann zukunftsweisende Analysen in gesamtgesellschaftlicher Verantwortung liefern und sich auch Fragestellungen jenseits ihrer finanziellen Rentabilität annehmen. Und deshalb setzen wir uns bekanntermaßen auch für einen hohen Anteil von grundfinanzierter Forschung ein, um genau diese Wissenschaftsfreiheit eben auch zu erreichen, meine Damen und Herren. Ich komme zum Schluss. Wir wollen, dass Fortschritt allen zugutekommt. Dazu gehört auch die Entfesselung
des Wissens. Wir wollen, dass das marktliberale Modell der Wissensgesellschaft, das durch seine restriktive Handhabung des sogenannten geistigen Eigentums künstliche Grenzen für die Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse erzeugt, dass das eine breite Anwendung findet, also die wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass Menschen in armen Regionen nicht dadurch benachteiligt werden, dass sie beispielsweise dringend benötigte Medikamente nicht bekommen, dass Software aufgrund von Patenten nicht weiterentwickelt werden kann. Ich glaube, an der Stelle muss sich etwas ändern, damit Innovation auch zu gesellschaftlichem Fortschritt wird und allen zugutekommt, statt nur bei wenigen anzukommen. Vielen Dank. Danke, Frau Wissler. Bevor ich der Landesregierung das Wort erteile, begrüße ich auf der Besuchertribüne eine Gruppe des Blinden- und Sehbehindertenbundes in Hessen e.V., die heute unseren Landtag besuchen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Für die Landesregierung hat sich Ihr Wirtschaftsminister Herr Al-Wazir zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Am Anfang Entschuldigung, dass ich zu spät kam. Sie wissen, dass ich ein stetiger Bewohner der Regierungsbank bin. Ich war von 8.50 Uhr bis, glaube ich, 13 Uhr ununterbrochen hier. Mir hat man dann allerdings gesagt, dass es um 14.30 Uhr weitergeht. Das ist bei mir falsch angekommen. Da bitte ich um Entschuldigung. Dann zweitens zum Antrag, Herr Lenders, der FDP. Natürlich ist es auf den ersten Blick, hat auch mich verwundert, wenn die FDP quasi staatliche Intervention fordert und im Prinzip so etwas wie eine staatliche Verordnung oder Anreizen von Innovation. Aber ich will es einmal so sagen, ich habe meine Aufgabe in den letzten Jahren in erster Linie so verstanden, dass wir Unternehmen auf ihrem Weg zu Innovationen durch eine vernunftbasierte Gestaltung von politischen Rahmenbedingungen unterstützen und durch Förderungen Risiken minimieren. Deswegen will ich an dieser Stelle schon sagen, dass ich glaube, dass die Landesregierung in den letzten Jahren einiges dazu beigetragen hat, dass Hessen innovativer wird und der sich ständig veränderten Rahmenbedingungen auch gerecht werden kann. Wir haben die Strategie Digitales Hessen erarbeitet, vorgestellt und sind dabei, sie umzusetzen. Ich habe die Gigabit-Strategie im Juni vorgestellt. Denken Sie einmal an die Hessen-Strategie Mobilität 2035. Da ist auch viel Digitales drin, weil Mobilität ohne digitale Anwendungen in den nächsten Jahren so nicht mehr funktionieren wird. Ich lade Sie ein. Seit Montag dieser Woche können Sie sich auf der Homepage des Wirtschaftsministeriums den Fortschrittsbericht zur Strategie Digitales Hessen genauer ansehen. Da können Sie auch sehen, dass wir im Jahr 2017 die bisherigen zersplitterten Förderlinien, die es gab, Hessen Biotech, Hessen IT, Hessen Nanotech und andere zusammengeführt haben zum Technologieland Hessen. Eine Linie, damit man auch in Anführungszeichen, wenn Ansprechpartner gesucht werden, auch genau weiß, in welche Richtung man sich da verändern kann. Wir haben im Dezember 2017 den ersten hessischen Innovationskongress durchgeführt. Und wer weiß, wie lange das dauert eigentlich, bis man solche Formate, also beim Mobilitätskongress war es jetzt der 16., diesmal war es der erste hessische Innovationskongress im letzten Dezember. Und siehe da, es waren am Anfang schon 650 Teilnehmer da. Das zeigt an dieser Stelle, dass es einen Bedarf gibt, über Innovation zu reden, aber dass wir auch viel dazu getan haben, dass dieser Bedarf gedeckt wird. Und ich bin mir sicher, dass beim zweiten hessischen Innovationskongress, der wird im November diesen Jahres stattfinden, mit dem Motto „Alles bleibt neu“, dass dann auch viele, viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder da sein werden. Ich bin deshalb bei Ihrer Forderung nach einer Agentur für radikale Innovationen. Ich habe übrigens nichts gegen Radikalität im Sinne von viele Sachen neu denken, ein bisschen anders als die Linkspartei, dass man viele Sachen bei Veränderungen sozusagen auch radikal neu denken muss. Ich glaube allerdings, dass wir an dieser Stelle, dass Sie sich von der FDP irgendwie das falsche Vorbild gesucht haben. Also das Erste ist die angesprochene
DARPA in den USA ist an das Verteidigungsministerium dort angegliedert, gibt 3 Milliarden Dollar im Jahr aus, über 3 Milliarden Dollar im Jahr aus, und macht so Sachen. Da muss ich Ihnen sagen, das ist jetzt nicht so richtig das, was ich mir vorstelle unter radikaler Innovation. Wir haben z.B. jetzt ein Programm gefördert, wo man mit biotechnologischen Mitteln, Implantaten, Manipulation des Stoffwechsels und Ähnliches erreichen möchte, dass Soldaten bis zu 7 Tage lang wach bleiben können, ohne dabei den Verstand zu verlieren. Das ist auch Innovation, aber ich glaube nicht das, woran wir uns orientieren sollten. Und die 3 Milliarden Dollar, meine sehr verehrten Damen und Herren, also ich bin ja immer dankbar, wenn der Haushaltsgesetzgeber mir zusätzliches Geld gibt, aber das ist dann doch ein wenig viel. Und ich darf die FDP daran erinnern, dass sie ja selbst in der letzten Legislaturperiode in Verantwortung im Wirtschaftsministerium die HTAI aus der Hessenagentur ausgegründet haben als Hessen Trade and Invest, als Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft mit dem Hauptzweck Innovations- und Außenwirtschaftsförderung. Also, wir haben diese Agentur schon, und wir brauchen keine zweite, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bei den digitalen Freiheitszonen da habe ich mich ein bisschen an die Sonderwirtschaftszonen Shenzhen und Co. erinnert gefühlt. Ich glaube an dieser Stelle, dass wir eigentlich ein gemeinsames Interesse daran haben müssen, Innovation insgesamt auch in der Breite zu fördern. Das bedeutet, dass man dann, wenn man in bestimmten Bereichen zu kompliziert ist, es insgesamt unkomplizierter machen soll, aber keine Sonderwirtschaftszonen oder Ähnliches gründen sollte, auch wenn man sie dann digitale Freiheitszonen nennt. Aber es ist völlig richtig, wir müssen Start-ups, wir müssen auch Gründerinnen und Gründer besser durch Förderangebote sinnvoll unterstützen. Das machen wir, es ist auch schon erwähnt worden, von den Hessen Mikrodarlehen bis zum Innovationskredit, sozusagen von 3.000 bis 25.000 € bis hin zu 7,5 Millionen €, hat die WI Bank alles im Portfolio, und zwar ohne irgendeine Lücke dazwischen. Da sind wir schon sehr gut. Bei der Frage, wie wir zusätzliche Mittel für die Phase danach für technologiegetriebene Start-ups organisieren, auch da sind wir dabei. Ich nenne die diversen Kapitalfonds, die es gibt, aber auch den Future Venture Fonds, wo wir gesagt haben, das ist so einer der Punkte, da gibt es noch eine Lücke, aber wir haben schon viel dazu getan, dass diese Lücke kleiner wird. Ich bin sehr dankbar, dass der Kollege Möller auch Löwe angesprochen hat. Auch das ist ein Teil von Innovationsförderung, dass man an die Hochschulen teilweise in Verbindung mit der praktischen Anwendung Geld gibt, um an dieser Stelle das, was wir an den Hochschulen an Kapazitäten haben, in diese Richtung zu nutzen. Wenn Sie sich die Löwe-Förderlinie 3 anschauen, bei der Löwe-Förderlinie 3 wird die Entwicklung innovativer Produkte und Verfahren made in Hessen anteilig gefördert. Wir sind bei der digitalen Infrastruktur sehr gut. Top 3 der Flächenländer, was die 50-Mbit-Versorgung angeht. Die Gigabit-Strategie hatte ich angesprochen. Die Gigabit-Strategie sagt, dass wir bis 2025 sozusagen an dieser Stelle Glasfaser wirklich an allen Stellen der Infrastruktur haben wollen. Und natürlich ist die allererste Priorität dort Schulen, Krankenhäuser, aber eben auch Gewerbegebiete, weil an dieser Stelle ist klar, dass wir da mit 50 Mbit nun lange nicht mehr auskommen. Was für das private Netflix-Abo reicht, ist für sozusagen große Anwendungen eben nicht mehr ausreichend, und dementsprechend sind wir da dabei. Bei den frei zugänglichen öffentlichen WLAN-Infrastrukturen, auch da haben wir auch schon gemacht. Ja, unser Projekt Digitale Dorflinde ist genau das. Insofern bin ich an dieser Stelle ein wenig verwundert. Wir müssen wohl die Öffentlichkeitsarbeit noch ein bisschen verstärken, damit es auch bei der FDP-Landtagsfraktion ankommt. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Lassen Sie eine Zwischenfrage vom Herrn Rock zu. Nein, danke. Nein, ich will jetzt in der Zeit bleiben. Ich will aber noch zwei Punkte ansprechen, meine sehr verehrten Damen und Herren, nämlich die Mobilfunkinfrastruktur. Wir haben am Montag im Kabinett beschlossen, dass wir auch an dieser Stelle ein Förderprogramm auflegen wollen. Wir befinden uns gerade mit den Netzbetreibern in Verhandlungen, damit die Mobilfunkinfrastruktur
besser wird. Sie ist schon vergleichsweise gut, aber es gibt eben noch die berühmten weißen Flecken. Und wir wollen dafür sorgen, dass diese weißen Flecken in Hessen der Vergangenheit angehören, damit man an dieser Stelle eben nicht nur telefonieren kann, sondern es ist ja völlig klar, 5G wird ein wesentlicher Teil auch unserer Dateninfrastruktur sozusagen bedeuten. Und ich glaube, an dieser Stelle ist klar, dass wir dort schon viel gemacht haben, die weißen Löcher schließen wollen und da investieren, wo es für die Mobilfunkbetreiber unrentabel ist. Da muss man immer aufpassen, dass man da keine Mitnahmeeffekte produziert. Aber ich glaube, im Kern ist das etwas, wo hoffentlich das ganze Haus die Landesregierung dabei unterstützt. Und ein letzter Punkt, den ich ansprechen möchte, Stichwort Tech-Quartier und Internet. Das Fintech-Zentrum Tech-Quartier war so erfolgreich, dass wir, übrigens ist das eine radikale Innovation gewesen, von der ersten Idee bis zur Eröffnung ein Jahr. Ein Jahr. Das ist, wenn man weiß, wie lange so etwas normalerweise dauert, geradezu Lichtgeschwindigkeit. Und dass das dringend nötig war, sieht man daran, dass es vom ersten Tag an wirklich gelaufen ist, dass die erste Etage voll war, dass wir die zweite Etage inzwischen schon haben, dass da Satelliten gegründet werden an anderen Orten in der Stadt. Das heißt, wir haben dort ein technikbasiertes Innovationszentrum in Frankfurt geschaffen, was auf die ganze Region ausstrahlen wird. Und was mir ganz wichtig ist, wo die Technische Universität in Darmstadt und die Goethe-Universität Frankfurt von Anfang an dabei ist, weil die Frage von Cybersecurity, von Datensicherheit an dieser Stelle das A und O ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir arbeiten derzeit an einer Strategie künstliche Intelligenz und an der Etablierung eines KI-Zentrums für den Finanzplatz Frankfurt. Auch das wird in den nächsten Jahren ein sehr, sehr wichtiges Thema werden. Und wir wollen, dass Hessen und Frankfurt-Rhein-Main da ganz vorne dabei ist. Es ist auch der richtige Ort, weil weiterhin der DKIX in Frankfurt der weltgrößte Internetknoten ist. Und ich glaube an dieser Stelle, dass man daran sehen kann, dass wir in Hessen sehr, sehr weit vorne sind. Also, wir haben viel gemacht, es gibt aber immer noch viel zu tun, weil das ist das Wesen von Innovation. Da ist man nie fertig. Aber ich glaube, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass sich Hessen da nicht verstecken muss. Vielen Dank. Danke, Herr Minister. Bevor wir in der Debatte fortfahren, begrüße ich auf der Besuchertribüne den litauischen Minister für Energiewirtschaft, seine Exzellenz Herrn Žygimantas Vaičiūnas, und seine Delegation sowie den litauischen Botschafter, seine Exzellenz Herr Darius Semaška. Seien Sie uns herzlich willkommen. Die nächste Rede hören wir vom Herrn Lenders, FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, Herr Staatsminister, dass man mal zu spät kommen kann, sei Ihnen jetzt hier mal nachgesehen. Aber die Frage, ich hatte Ihnen über den Kollegen Staatssekretär Dr. Dippel extra meine Rede gegeben, damit Sie auch wissen, worauf Sie dann antworten sollen. Und ich habe es auch gesehen, dass Sie sie gelesen haben, dass Sie sie überflogen haben. Deswegen würde ich auch mal versuchen, jetzt nicht alles aufzugreifen, aber nur mal zum Thema Hessenagentur. Ich hatte es in meiner Rede gesagt, wir stellen uns die Agentur durchaus davor, dort anzusiedeln. Und natürlich haben wir das Drei-Säulen-Modell in unserer Wirtschaftsverantwortung gemacht, um gerade die nicht monetäre Wirtschaftsförderung besser aufzustellen. Und gerade dort macht es eben auch Sinn, weiter zu denken, dort nicht stehen zu bleiben. Und das schließt sich an das, was Kollege Eckert gesagt hat, nämlich genau diese nicht monetäre und die monetäre Wirtschaftsförderung immer wieder auf den Prüfstand zu stellen und zu sagen, ob wir denn da noch zielgerichtet sind. Und dann finde ich das auch sehr schade, dass es war eine sehr gute Debatte, ich glaube, das wollten wir auch erreichen, weil Kollege Wagner vor allen Dingen sagt ja immer, die Opposition soll mal sagen, was sie denn will.
Jetzt haben wir das einmal sehr ausführlich gemacht. Das hat dann auch zu einer Debatte geführt. Aber mit dem Erfolg, dass der Kollege Möller und die Frau Kinkel am Ende nur aufgezählt haben, was diese Landesregierung alles sich da mal aufgeschrieben hat und alles zusammengetragen, was man da überhaupt zu sagen kann, was der Status quo ist. Meine Damen und Herren, das ist deutlich zu wenig, wenn man dieses Land nach vorne bringen will. Das ist deutlich zu wenig. Deutlich zu wenig. Meine Damen und Herren, Sie haben, Herr Möller, Sie haben am Ende alles nur runtergebetet, was Sie schon haben, und am Ende dann gesagt, na ja, das alles, was die FDP will, das gibt es ja eigentlich schon alles. Und dann wird, ja, genau. Aber wenn Sie, dann müssten Sie sich aber die Reden jetzt mal anhören, dann müssten Sie sich aber irgendwie dann selbst Ihren Widerspruch entdecken. Und meine Damen und Herren, dass das eben nicht so bleiben kann, wie es ist, oder zumindest, Herr Möller, dass das nicht erfolgreich ist, was Sie hier sich so alles aufgeschrieben haben, das hat Ihnen eben die VAU mit dem IW-Gutachten dann bescheinigt. Und da ist doch das Kernproblem, dass dort deutlich wird, dass dieses Land stetig zurückfällt in der Wirtschaftsdynamik, in dem, was die Zukunftstechnologien anbelangt, das, was die Herausforderungen anbelangt, wie wir es auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Transformation gestalten wollen. Bei alledem sagen Sie, es ist alles gut, wie es ist, und wir ignorieren hartnäckig, dass Hessen im Ranking permanent zurückfällt. Permanent zurückfällt. Wir sind nur noch Mittelstand. Wir sind nur noch Mittelfeld. Wir sind Mittelmaß. Mit dieser Mittelmäßigkeit geben Sie sich absolut zufrieden, und das zeigen auch Ihre Reden. Sie glauben, dass dann wird die Welt schon in Ordnung sein, wenn alles so bleibt, wie es ist. Und, meine Damen und Herren, das ist deutlich zu wenig, wenn wir dieses Land für unsere nächsten kommenden Generationen modern gestalten wollen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Lenders. Wir sind am Ende der Debatte zu diesem Tagesordnungspunkt angelangt. Wir haben jetzt einen Antrag, den wir in den Wirtschaftsausschuss schieben. Was machen wir mit dem anderen? Der soll abgestimmt werden. Dann rufe ich zur Abstimmung auf den Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Landesregierung hat Kurs auf Innovationen gesetzt. Wer dem zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das sind CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Gegenstimmen? FDP, LINKE, Abg. Öztürk. Enthaltungen? Die SPD hat sich enthalten. Damit ist dieser Antrag angenommen. Meine Damen und Herren, eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist noch ein Dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Marokko, Tunesien und Algerien sowie Georgien sind keine sicheren Herkunftsstaaten, Drucksache 19/6709. Die Dringlichkeit wird bejaht. Dann wird dieser Top 81. Die Redezeit beträgt 5 Minuten je Fraktion. Okay, ich habe es jetzt gehört. Ich mache den Vorgang trotzdem eben zu Ende, Herr Lenders. Die Redezeit für den jetzt neu eingegangenen Top 81 beträgt 5 Minuten je Fraktion, und den haben wir hinten auf der Tagesordnung. Dann komme ich noch einmal zurück und entschuldige mich für meine Geschwindigkeit und rufe dem Tagesordnungspunkt 50 noch einmal auf, um den Antrag der Fraktion der FDP betreffend nächste Stufe Hessen, Gründung einer Agentur für radikale Innovation und digitale Freiheitszonen abzustimmen. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die FDP-Fraktion. Wer ist dagegen? Das ist die CDU-Fraktion, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und DIE LINKE und Abg. Öztürk. Wer enthält sich? Die SPD-Fraktion. Damit hat dieser Antrag keine Mehrheit gefunden.